Brücken bauen und Barrieren beseitigen. Mr. Blind Life hier wieder mit einem neuen Video. Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Morgen. Es ist noch sehr, sehr früh. Es ist sehr, sehr dunkel draußen. Wobei, das ist in dieser Jahreszeit relativ normal hier in Hamburg. Ja, wir drehen heute Vlog Teil 2, also üben mit der, wie hieß das Ding nochmal? DJI Osmo Pocket 2, 1, 2, 3, wie auch immer. DJI Osmo Pocket. Damit üben wir heute wieder ein bisschen. Ich muss damit noch irgendwie ein bisschen besser umgehen können. Und das machen wir auch heute vor allem draußen. Also ein bisschen üben, bevor ich jetzt in die Türkei reise, weil ich will da schöne Videos drehen. Und deswegen kommt einfach mit. Ich muss heute Abend auch zu meiner Tante und ein paar Hosen abholen. Dementsprechend nehme ich einen Rucksack mit und meinen Stock. Weil ich weiß, heute Abend wird es spät und da wird es ziemlich dunkel. Jetzt erfahrt ihr den wahren Grund, warum es für mich in die Türkei geht. Nicht um Urlaub zu machen, sondern um meine Hosenbeine zu schneiden. Hey, das ist wirklich total günstig in der Türkei im Vergleich zu hier. Ich habe was Cooles bei der Kamera herausgefunden. Und zwar, du kannst es einmal in der vertikalen sperren. Bedeutet, es bewegt sich nur noch links und rechts, was ziemlich cool ist. Und du kannst das Gimbal einmal festsetzen, dass du es quasi in jede Richtung bewegen kannst, ohne dass es nachzieht. Das ist relativ einfach zu steuern. Aber leider muss ich den Touchscreen dafür benutzen. Mal gucken, testen wir gleich mal aus. So, jetzt habe ich das in der vertikalen mal gesperrt. Das heißt, es geht jetzt eigentlich nicht mehr hoch und runter. Und das kann man für solche Fahrten nutzen. Beispielsweise kann ich jetzt mit der Kamera runtergehen. Dann können wir hier diese Stangen nutzen. Also weiß ich nicht, ob man es nutzen kann. Ich hoffe, es ist gut geworden. Naja, interessant auf jeden Fall. Da vorne ist meine Arbeitsstelle. Da muss ich jetzt am Sonntag arbeiten. Also haben wir ein bisschen Spaß auf der Arbeit, ne? Das ist der Eingangsbereich in die Dunkelheit. Hinter diesem Tor bin ich dann gleich beschäftigt auf der dunklen Seite. Ich habe gerade Pause und dachte, ich laufe noch mal einmal mit euch kurz um den Block, um noch mal so ein bisschen so die letzten Feinschliffe mit der Kamera zu üben. Also so funktioniert das ja schon mittlerweile gut. Ich habe jetzt verstanden, wie ich die Kamera halten muss. Habe jetzt auch keine Blockierung drin oder sowas. Alles ist cool. Was ich noch machen kann, was ich dann auch möchte, ist zum Beispiel dieses, ich gehe mit euch spazieren, ich erzähle euch was, aber ihr guckt nach vorne. Ja, und das läuft ja auch ziemlich cool, sondern ich könnte auch laufen, zum Beispiel, ich fange jetzt mal an zu laufen und ihr merkt, das Ding ist relativ stabil. Wuhu. Ach, ist das cool, ich liebe das. Komm, gucken wir durchs Gitter, so eine schöne Kamerafahrt kann man auch machen. Oder ich kann sagen, hier, guckt mal durch. Oder was ich noch machen kann ist, dreimal den Knopf drücken auf der DJI und jetzt bin ich quasi wieder markiert. Bedeutet, ihr seht wieder mich und das ist so genial. Ich kann jetzt mit euch quatschen, kann euch ein bisschen was erzählen, denke mir so, da vorne ist was Interessantes. 1, 2, 3. Dreimal den Knopf drücken, die Kamera geht nach vorne und ich kann euch wieder was zeigen. Absolut genial. Was ist das für ein Gebäude? Weiß das jemand von euch? Und wir können diese Funktion auch mal gleich nutzen. Ich zeige euch mal hier diese Gebäude. Wir sind ja nämlich hier in der Hamburger Speicherstadt. Wunderschöne Gegend, muss ich wirklich sagen. Und dann können wir jetzt quasi was ganz Cooles machen. Moment. Kamera ist wieder ausgeglichen. Und jetzt gehen wir quasi ganz knapp an der Stange vorbei. Wow. Und dann dreht sich das Ding in meine Richtung. Und ich bin hoffentlich wieder im Bild. Also du kannst so die verrückten Kamerafahrten machen. Da bin ich ja mal mega von begeistert. Also ich hoffe, ihr seid auch begeistert. Ich habe da auf jeden Fall ein kleines Spielkind gerade. So, was ich jetzt noch machen kann ist, ich kann auch die Kamera jetzt komplett fixieren quasi, dass sie mit dem Gimbal nichts mehr ausgleicht. Was macht der Vogel denn da? Das heißt, ich kann jetzt nach rechts, nach links, nach unten, nach oben. Ihr seht schon. Und die Kamera ist einfach fest eingestellt. Was natürlich auch praktisch ist, wenn ich dann jetzt wirklich mal auf etwas Bestimmtes zeigen möchte, wie das da vorne, dann könnte das, glaube ich, auch ganz gut klappen. Und natürlich üben wir jetzt auch mal, wie ich euch Apps präsentieren kann. Bedeutet, da vorne haben wir ein Schild, halten wir das Smartphone davor, drücken auf den Knopf, Prismo Go natürlich, Lieblings-App. So, führen das ein bisschen näher ran. Und hoffen, dass es funktioniert.
Restaurant und Deko, FROR Wasserschloss, Genussspeicher, Kaffeemuseum Westfriburg. Oh nein, guck mal hier, das sind die Scooter des Grauens. Ich habe jetzt schon mittlerweile 3 oder 4 Scooter umgekippt, bin gegen diverse gelaufen, weil es meinen Stock nicht erwischt hat. Und irgendwann werde ich mir so ein Ding mieten. Also ihr seht schon, man kann mit der Kamera wirklich sehr, sehr viel machen. Ich muss halt immer so ein bisschen gucken, inwieweit kann ich das sehen oder inwieweit kann ich das nicht sehen. Das wird nämlich das Problem, weil ich nämlich glaube, dass ich teilweise, wenn ich auf etwas fixieren möchte oder irgendwas zeigen möchte, werde ich das vielleicht nicht unbedingt im Bild haben, weil die Kamera immer so sanft nachzieht. Und diese Einstellungen, wie ich was fixiere oder wie ich die Kamera festsetze oder wie auch immer, das läuft nur über den Touchscreen. Ich weiß, dass es relativ einfach funktioniert, aber ich sage euch, sobald die Sonne scheint, und jetzt scheint ja die Sonne gerade nicht, werde ich das Ding nicht mehr wirklich bedienen können. Bedeutet, ich muss mir die ganzen Techniken so einfach wie möglich halten, ja, aber wenn mal die Sonne nicht scheint oder ich irgendwie es abdecken kann unterm T-Shirt, Pullover oder was auch immer, dann kann ich auch die ein oder andere Einstellung übernehmen. Noch eine kleine letzte Sache. Übrigens, diese Stelle, die ihr jetzt gerade seht, also wir sehen die Speicherstadt, links und rechts die Gebäude, vor uns das Wasser und hinten auch nochmal die Gebäude, wo wir eben waren. Hier machen alle Fotos, alle Berühmtheiten, alle Touristen. Und jetzt drehen wir die Kamera wieder cool und gehen weiter. Jetzt machen wir auch ein Foto. 3, 2, 1. So, jetzt ist Feierabend, Arbeit ist zu Ende. Jetzt geht's nochmal die Hosen abholen, ihr wisst ja schon, ne? Und dann schauen wir mal, geht's nach Hause. Ich glaube, da war es auch genug für heute. So, es geht nach draußen. Ha, jetzt wird es mit dem Licht bestimmt ein bisschen schwieriger, das wird ein cooler Test. Wobei, es ist noch ein ganz bisschen hell draußen. Ih, es ist regnerisch. Und dann gehen wir jetzt mal... Oh, verdammt. Wo sehe ich mich noch? Naja, jetzt gehen wir mal zu meiner Tante, was essen. Und dann geht's auch nach Hause. Es ist zwar jetzt super windig, aber guck mal, sieht das nicht schön aus? So, ich weiß nicht, ob ich meine Kamera im Bild habe, beziehungsweise ich weiß nicht mal, ob das Ding überhaupt was aufnimmt. Also bei der Helligkeit. Versteht ihr? Also, Dunkelheit meine ich. Ich bin müde. Wahrscheinlich ist es jetzt dunkel. Ich weiß nicht, inwieweit man mich sehen kann. Aber ich würde mal sagen, ich erledige kurz das, meinen Besuch. Und dann hören wir uns danach auf jeden Fall nochmal wieder. Also, wir hören uns gleich wieder. Oder sehen uns gleich wieder. Wie auch immer. Jo, mittlerweile bin ich schon wieder draußen und es ist, glaube ich, viel zu dunkel. Ich warte jetzt hier auf mein Moja mal wieder, weil ich mir wieder so ein Auto bestellt habe. Ihr kennt das doch. Und das Ding kommt auch gleich. Warte. Kurz entsperren. So, hier irgendwo ist es gleich. Hoffe ich zumindest. Und dann können wir gleich nach Hause fahren. Alles klar. Ich bedanke mich. Ich wünsche was. Schönen Abend. So, jetzt noch eine kleine Runde mit Moja gefahren. Und jetzt bin ich auch endlich mal ab zu Hause hier. Sehr, sehr coole Geschichte. Ich fahre halt gerne mit diesen Autos. Was soll ich machen? Wunderbar, wunderbar. So, da fährt das Ding weg. Und zu Hause angekommen wieder. Ich würde mal sagen, in der Dunkelheit ist die Canon Ligria Mini X irgendwie doch deutlich besser. Also ich habe jetzt mal eben ganz kurz so ein bisschen drüber geguckt. Dunkelheit sollte man vermeiden. Irgendwie muss doch auf jeden Fall Licht sein. Auf jeden Fall, da klappt es auch mit dem Face-Tracking oder Active-Track nicht wirklich. Da muss man selber ziemlich gut gucken. Ich denke, ihr habt einen guten Einblick bekommen, wie das mit der Kamera funktioniert, mit ein, zwei Funktionen. Für Blinde, wie gesagt, komplett zu empfehlen ist das nicht unbedingt. Man muss ab und zu Touchscreen benutzen. Die App ist, soweit ich jetzt getestet habe, auch nicht, also kannst du knicken, die ist nicht barrierefrei. Ich glaube, das war nämlich ein Kommentar in dem Kameravergleichsvideo, aber die App, ja, die kannst du knicken. Aber ich kann mich da nochmal im Detail nochmal drum beschäftigen. Ansonsten, richtig, richtig cooles Video zum Thema Inklusion. Ich habe ja das Video gebracht, Inklusion ist in Deutschland schlecht und Inklusion barrierefrei. Ich hatte damit sehr viel Kritik gerechnet, ehrlich gesagt. Also ich habe damit gerechnet, dass ihr sehr viel kritisiert, aber ihr wart ja richtig begeistert davon. Also 2020, wir sind nicht mehr still, wir reden richtig ab und das nächste Video geht dann schon in Richtung Türkei, in Richtung Urlaub. Ich hoffe, dass ich euch da noch eigentlich coole Sachen zeigen kann. Diesmal noch bessere Sachen mit der Kamera. Ich bin mega begeistert, mega gehypt auf jeden Fall. Ich bedanke mich, dass ihr dabei seid. Ich bedanke mich, dass ihr mich fleißig unterstützt. 2020, ziemlich verrückte Sachen werden passieren. Demnächst kommt ein Video. Ich kann nicht so viel sagen. Es werden sehr coole Videos kommen.
Videos, die ihr noch nie gesehen habt. Videos, die anders sind, weil mein Geist ist frei. Ich bin einfach frei. Versteht ihr, was ich meine? Die, die mich lange beobachten oder verfolgen, wissen, was ich meine. Ja? Also mein Geist ist frei, ich habe Studium beendet, ich habe mich, meine Persönlichkeit geändert. Ich bin so motiviert, das glaubt ihr gar nicht. Also lasst mich motiviert bleiben, indem ihr das Video liked, abonniert, seid dabei und kommentiert einfach fleißig. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch wenn es nicht zum Video gehört, wenn ihr irgendwas wissen wollt, kommentiert, schreibt, lasst uns aktiv werden. Teilt diese Videos, teilt alle Videos von Mr. Blind Life und lasst uns richtig abgehen, weil, dann kommen nämlich Leute und reden auch über einen. Das ist ziemlich cool. Bis dann. Ciao, rein. Bye, bye.